noch mal, Papa, wenn die Angela tot ist, könnte dann auch ein Mann Bundeskanzlerin werden? Nee. Muss der dann auch den bunten Hosenanzug tragen? Dieses Kanzlerkostüm? Ja. Mutti, Mutti, mach doch weiter, du bist allemal gescheiter, gönn dir eine Babypause, dann komm zurück in dein Zuhause. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Ja. Aber ich denke, Angela kommt wieder, sie ist ja noch jung, also verglichen mit Adenauer ist sie noch ein Küken. Einige sind noch nicht mal geschlüpft, dazu müsste ich erst mal verpuppen, unsere kleine Raute Nimmersatt. Und wenn sie dann irgendwann ihren Kokon abgeworfen hat, ihre Schwingen entfaltet, dann steigt sie als prächtiger Weißkopfseeschmetterling empor und brütet auf ihrem Horst. Ja, der Seehofer. Manchmal wirkt er so, als wäre er völlig normal. Aber dann sagt er wieder was. Ja, wir müssen abschrecken. Ja. Abschrecken. Ich meine, mir willst du jetzt so halb verhungerte Syrer, Eritreer abschrecken? Mit Altmaier? Ha, das ist ja eine Fluchtursache. Da sieht der Afrikaner Altmaier, ach, Deutschland, da gibt es genug zu essen, fahren wir da mal hin. Ne? Mit Heiko Maas, da könntest du abschrecken. Ne? Verkümmern will keiner. Also, manchmal komme ich mir vor wie der kleine Maulwurf, dass ich frage, wer hat mir da ins Gehirn geschissen? Was steht denn da drauf? Bitte Code eingeben. Ne? Und wer hat den Code da eingegeben? War das Gott? Ja, ich glaube nicht an Gott, aber könnte es trotzdem gewesen sein. Und ich mag ihn auch nicht. Der ist mir didaktisch einfach zu brachial. Egal, was dein Sohn anstellt, so lässt ihn nicht hängen. Aber Gott hat doch eigentlich nur Mist gemacht. Wenn man mal von der Sintflut absieht. Die Sintflut, das war ein echter Neustart, aber mit der gleichen Software. Frankreich hatte die Guillotine. Das war eine soziale Schere, die den Namen verdient hat, weil die auch mal zuging. Da gewann der Begriff Pro-Kopf-Einkommen eine ganz andere Dimension. Ne? Umverteilung, einmal Spitzenschneiden. Ne? Heute bleibt die soziale Schere auch in Frankreich offen, weil die Schere einer festhält. Das sind die Shareholder. Ja, vielleicht sollte VW dazu übergehen, Autos ohne Motor zu bauen. Das müsste technisch auch für VW möglich sein. Ne? Und das ist was Sauberes, was für die Zukunft, da fällt es einem auch leichter, das Auto mal stehen zu lassen. Ne? Waschen kannst du es trotzdem. Dafür brauchen uns die Autos auch noch, ne? Sonst wären sie immer autonomer. Also mein Auto lässt mich kaum noch an Steuer. Ich habe dann sehr eigenwilliges Navi. Ich fahre auf die irrsten Umwege, nur um mein Navi da emotional nicht aus der Bahn zu werfen. Bitte wenden. Nein, nicht auf der A3.